Ich habe gehört, wie ihr geredet habt. Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Oder Enderal. Ich wollte hier noch ein paar weitere Quests machen und suche noch ein paar Leute, die vielleicht irgendwie Aufgaben haben. So, was ist hier? Haus der Gerbersmanns. Ich gehe mal rein, vielleicht haben die was. Ich muss aber auch sagen, es ist sehr hübsch dekoriert. Gibt es hier Leute, die irgendwie was haben? Ne, das ist das ist keine Tür. Ein kleiner Mini-Drachen. Ach, wie süß. Das ist auch echt. Das ist auch echt, echt süß gemacht. Das ist ja wirklich richtig süß hier. Auch ein schönes Bild. Aber okay, hier ist niemand da. So. Na los, geht weiter. Ja, nicht so frech. Jiri? Ach, ihr seid doch aus Kile, nicht wahr? Eure Wir hatten Haut, die und sie ist, naja, anders. Wir hatten das Gespräch in der letzten Folge. So, okay, Unfassbar, was bei dem Federwalz passiert ist. Ich will mir gar nicht vorstellen, was der Major gerade durchmacht. Okay, ich bin neu in der Gegend. Habt ihr irgendwelche Tipps? Tipps? Seid einfach vorsichtig, wenn ihr außerhalb der Stadt seid. Das sind unruhige Zeiten. Okay, wie ist die Lage in der Welt? Fragt besser nicht. Die Wölfe verhalten sich, als stünden sie unter irgendeinem Fluch. Attackieren alles und jeden und reißen wild, dass sie am Ende nicht einmal verspeisen. Das muss dieser rote Wahnsinn sein, von dem jeder spricht. Herrje. Wohin soll das nur führen? Okay, der hat keine Quest für uns. Hast du eine Quest? Irgendwann. Ihr seid Abenteurer, oder? Wollt ihr schon mal auf Melee? Den Part, der ihm zugedacht war. Doch der Traum, den er suchte. Ja, das ist ja eine tolle Rüstung, die er da trägt. Also danke. Ihr seid nicht von hier, was? Gebt auf euch acht. Hey, ihr da! Wollt ihr was wirklich Tolles wissen? Etwas Tolles wissen? Was meinst du? Na, etwas Tolles halt. Ein Geheimnis. Ich kenne eins. Und wenn ihr mir 30 Groschen gebt, dann sag ich's euch. Und warum sollte ich glauben, dass ein Kind mir irgendetwas Interessantes zu erzählen hat? Na, weil ich es euch verspreche. Bitte. Von den Groschen kann mir Monsieur Gazidoma endlich so ein tolles Holzpferd schnitzen, wie das von Zen. Dein Holzpferd interessiert mich nicht, die Bohne, zieh Leine, boah. Wer ist noch ein Kind? Okay, na schön, hier sind die 30 Groschen. Das ist Geld. Oh, Wahnsinn, das sind wirklich 30. Oh, ihr seid großartig, danke. Also, kennt ihr Monsieur Mitumial, den, Gerber? Den am Marktplatz, meint ihr? Was ist mit ihm? Ich habe ihn vor ein paar Tagen mal in der Früh in seiner Wohnung hämmern hören und habe mich ans Fenster geschlichen, um zu sehen, was er da macht. Er hat ein Geheimversteck in seinem Haus und da drin war etwas, das richtig geglitzert hat. Ich glaube, man muss irgendwelche Hebel in seinem Haus richtig drehen, dann geht das Versteck auf. Wenn er nicht da ist, natürlich. So, ich muss dann mal weiter. Danke nochmal und schreitet wohl. Warte mal, Gerber, wie hieß der Typ nochmal? Unfassbar, was bei dem Federwalz passiert ist. Ich will mir gar nicht vorstellen. Ich dachte jetzt, ich kriege irgendwie so ein, Dings. Warte mal, Gerberhaus, hä? Plus beim Haus der Gerbersmanns. Hier? Hier gibt's irgendwo. Hoppala. Hebel oder so? Stehlen Pfeife. Oh! Ein Hebel. Ah, okay, da haben wir einen Hebel. Hier.
Sind hier noch mehr Hebel oder Knöpfe oder so? Vielleicht andersrum? Na komm, hier, Hebel. Das sind wahrscheinlich drei Hebel. Nutz mal eine Fackel, damit ich vielleicht ein bisschen mehr sehen kann. Wenn ich hier ein Hebel und hier ist der zweite Hebel. Muss es hier doch irgendwo noch einen dritten Hebel geben, ne? Ah! Eins. Zwei. Komm. Eins. Zwei. Das Ding will mich doch verarschen. Okay, nochmal, schneller. Eins, zwei. Nein, komm! Eins. Na komm, nochmal. Eins. Zwei, drei. Der steckt fest. Der interagiert nicht mehr. Okay, das war dann wahrscheinlich der richtige, der erste vielleicht. Dann muss ich die in der richtigen Reihenfolge irgendwie machen oder so. Ich sehe vielleicht noch einer. Ah, hier. Genesungstrank. Lehrbuch, Einhandkampfgeselle. Set des rätselhaften Nomaden Nimbus. Ich gehe mal zu der Kleinen wieder. Hallo. Das ist ja eine tolle Rüstung, die er da tragt. Hallo. Okay, dann war's das wohl. Flussheim Gazidor Matalala. Geht bitte. Raus. Ich wollte mit... Wollt mit euch reden, aber okay. Dann gehe ich wieder raus. Ihr seid Abenteurer, oder? Kann ich eben... Schon mal auf Melee? Diese Erstarrten wohnen dort. Das hat mir mein Papa erzählt. Seid gegrüßt. Wechseln hatten wir schon.
so viel zu tun. Hallo. Hm? Wir tun mal. Ja, ah, okay. Schreitet wohl. Ich gehe mal eben weiter. Ich gucke mal. Wo ist hier der Eingang? Kuros Krämerladen. Hier. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Quests. Oh, ist ein schönen Gargoyle hat er da. Hi! Wo hab ich das nur willkommen, willkommen! Wie kann ich euch behilflich sein? Ja, woher bekommt ihr eure Ware? Unterschiedlich. Manches von Abenteurern, manches von anderen Händlern und manches sammle ich selbst aus alten Ruinen zusammen. Oder sagen wir, sammelte. Mittlerweile kann man ja keinen Fuß mehr in ein verfallenes Haus setzen, ohne gleich von 10 Verlorenen aufgefressen zu werden. Ja, okay. Schreitet wohl. Quest hat er nicht. So, lesen, Einnahmen. Kann ich nicht lesen, okay. Hier steht und mich angrinst. Apropos, warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Hier, Stufe 8, Lernpunkte 23, Handwerkspunkte 24, Erinnerungspunkte 0. Warte mal. Wir haben hier doch den hier. Bis Fertigkeitsstufe 50. Einhand haben wir 18. Okay, den würde ich sparen. Ich drücke immer das Falsche. Lehrbuch Psionikgeselle auch bis 50. Okay, die beiden muss ich sparen. Sonst haben wir keine Lehrbücher. Aber das hier könnte ich mal. Erlernt mystische Schlachtaxt. Was haben wir hier? Haus der Beos-Geselle. Könnte ich nur einbrechen. Will ich aber nicht tun. Nein, jetzt steck. Ich dachte schon, ich stecke jetzt wegen so einem Hühnchen fest. Na los, geht weiter! So, gucken wir mal hier. Untersuchen versperrte Tür. Die Tür ist versperrt. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg in das Haus hinein. Wir können in dieses Haus rein. Zerfallene Kaminwand. Die Wand des Kamins ist eingestellt. Sieht so aus, als könntet ihr hindurchkriechen. Rattenhaut. Okay, was haben wir? Oh. Talisman. Ausrüstung. Ihr tragt kein Talisman. Attribute. Ein Talisman schaffen. Okay. Ich kann kein Talisman schaffen. Benutze mal eine Fackel. Das gehört auch noch zum Phasmalistentisch, okay. Entropie-Lehrling. Verdorbenes Brot lassen wir mal. Langbogen nehmen wir mit. Was haben wir denn hier? Fragment linkes Horn. Gestartet die Herren der Verstorbenen.
Krankheitsheiltrank. Oh. Schrank durchsuchen. So, Endralea Groschen. Eine Kappe. So, Einzelteile, Gifte. Rezept, Chymicum Vitalität. Komm, ich nehme mal alles. Schlafe mal eine Stunde. Mehl. Sieht interessant aus. Mehr gibt es, glaube ich, auch nicht, oder? Das ist die Tür gewesen. Okay. Hindurchkriechen. So, was für eine Quest haben wir jetzt bekommen? Die Herren der Verstoßenen. Auf meinen Reisen fand ich ein seltsames Objekt. Es scheint sich um ein Fragment einer steinernen Trophäe zu handeln. Ich sollte es bei mir behalten und versuchen, noch mehr davon zu finden. Vielleicht kann mir das zu einem späteren Zeitpunkt von Vorteil sein. Okay. Boah, die würde ich gerne machen. So, was haben wir hier? Liliats Haus. Okay, besuchen wir mal Liliat. Liliat? Der Pfad bucht 12 die Sternensommernacht. Werde stehlen. Endralea Groschen wäre auch stehlen. Was ist das denn? Aktuell weiß ich noch nicht, in welche Richtung wir uns hier entwickeln wollen. Aktuell noch eher so mehr Krieger. Aber ich glaube, im Laufe des Spiels werden wir uns irgendwann für eine bestimmte Richtung hier entscheiden. Sura Rusman. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich kenne ihn noch gar nicht. Zeigt mir eure Ware. Natürlich. Was hat sie so im Angebot? Hier, Eisenclaymore. Sieht interessant aus mit diesen Wölbungen. Eisenclaymore der Flamme. Eisendolch. Eisenschlachtaxt der Auslaugung. Eisenschwert, Eisenschneidkolben. Eisenschneidkolben der Kräftung. Holzfälleraxt. Kalte Nacht. Gibt 11 Schaden. So, was hat die hier? Irgendwas, das... Achso, wir haben, Dings. Warte mal, den können wir verkaufen, würde ich sagen. Komm, machen wir den dann lieber weg. Den rüsten wir nochmal aus. Eisenschild. Eisenhandschuhe. Ja. Ich guck nochmal, was natürlich die hat. Natürlich. Vielleicht ist das, was sie hat, hier, ja, das ist definitiv besser. Kostet nur 58. Okay, gönnen wir uns. Handwerkskunstlehrling, Experte. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich kaufen soll hier. Bauplan, Eisenharnisch, Eisenkriegshammer, Eisenschild, Eisenschlachtaxt, Lederharnisch. So, dann gucken wir mal. Kann ich ihr den hier verkaufen und den? Dann würde ich die hier verkaufen. Die Eisenhandschuhe. Lehrling, Lehrbuch Entropie Lehrling. Entropie, genau, den könnten wir dann gleich nutzen. So, die brauchen wir nicht, die Einzelteile nicht. Eisenbarren, Nägel, Quecksilber. So, und das hier.
Rüstungswert 117 haben wir jetzt. So, Lehrbuch, Entropie, Lehrling, da haben wir's. So, ich weiß jetzt nicht einmal wirklich, wofür Entropie hier ist. Zumindest auf Stufe 18. Wie sieht's hier aus? In welche Richtung hatten wir hier eigentlich uns entwickelt gehabt? Hauptsächlich eher hier. Okay. Ich muss trotzdem nochmal schauen, wie wir da uns weiterentwickeln. Die meisten Geschäfte öffnen um 8 Uhr morgens. Was haben wir hier? Bauplan Eisenkriegsaxt. Benutzen Werkbank. So, nutzt Werkbänke, um Gegenstände zu verbessern. Dafür benötigt ihr Materialien. Ah, okay. Hier bräuchten wir Eisenbarren, hier Quecksilberbarren und hier für Stahlbarren. Werden wir irgendwann definitiv noch machen. Sura scharfer Stahl. So. Ach genau, hier waren wir schon. Genau, und dann hier die Hängemoos könnten wir ernten. Dann hier die Richtung. Alfreds Haus, Flussheim. Achso, mit Alfred können wir nicht nochmal reden. Aber ihr könnt während eines Einbruchs nicht schlafen. Wir sind eingebrochen, oh. Das zählt als Einbruch. Interessant. Okay, gehen wir mal weiter runter. Mir fehlt jetzt aber noch Rattenfleisch. Für die eine Quest da irgendwie in der Nähe von Art. Würde ich sagen, wir gehen mal hier in die Taverne. So, zur betrunkenen Biene. Ich finde das irgendwie interessant. Hast du es schon gehört? Es ist erschreckend. Was meinst du? Doch nicht etwa die neue Frisur der Gräfin Dalgo? Eine Partie? Marek Sickerschlag? Kommt, setzt euch doch. Kann ich mit ihm... Eine Partie? Nee. Kommt, setzt euch doch. Mal eine Fremdländerin, was? Ihr habt euch einen seltsamen Zeitpunkt ausgesucht. Gibt es interessante Orte hier? Interessant für Abenteurer wie euch? Da gäbe es die alte Dreiflusswacht, etwas nördlich, aber die ist schon ziemlich verfallen. Auf der großen Insel darunter gibt es noch eine uralte Ruine. Charov, oder wie sie heißt. Aber dort treiben sich Untote herum, wie mir ein Jäger letztens erzählte. Und dann gibt es noch Schloss Goldfurt, auf der Klippe ganz im Südwesten. Aber davon solltet ihr euch lieber fernhalten. Was hat es mit diesem mit Schloss Goldfurt auf sich? Viel kann ich euch dazu nicht sagen. Ich kenne auch nur die üblichen Gerüchte. Vor Hunderten von Jahren soll von dort aus eine Adelsfamilie über die Sonnenküste geherrscht haben. Doch inzwischen steht das Schloss wohl leer. Angeblich wurde es von rachegetriebenen Geistern heimgesucht. Manche Reisende berichten auch von furchterregenden Lauten, die des Nachts von der Klippe herunterschallen. Ich hoffe, ihr zieht nicht ernsthaft in Erwägung, dorthin zu gehen. Nach den Schilderungen sicher nicht. Danke für die Warnung. Ich werde vorsichtig sein. Dann betet, dass Malfas über euch wacht. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Na los, geht weiter. So. Ah, die ist Lilia, genau. Stimmt. Salbabio. Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantial ist so ungewöhnlich wie sein Ruf. Darf ich mir ein Lied wünschen? Woher stammen die Lieder, die ihr singt? Das ist unterschiedlich. Die meisten Lieder sind uralte endraleische Überlieferungen. Einige sind von berühmten Barden geschrieben worden. Und manche habe ich auf meinen Reisen gesammelt. Okay, darf ich mir ein Lied wünschen? Was möchtet ihr hören?
Ich möchte wieder das Lied vom letzten Sonnenuntergang, das Lied von den Vatüren, der Willigung, vom alten Mann, Flüsterwald, Wildmagiern, von den Verlorenen, vom schwarzen Wächter, vom roten Stern. Vom roten Stern würde ich mal hören. Gern. Ich finde die Songs hier einfach immer wieder schön. Wirklich, also ich lieb das. Krieg auf Nerim, Krieg auf Kyleh, roter Wahnsinn. Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Ich finde wirklich die Musik immer wieder schön. Eigentum? Ihr könnt nicht in ein Bett eines anderen schlafen. Achso, Eigentum ist von jemand anderem. Okay. Sitzen einfach nur rum und warten darauf, dass sich die Sachen von selber klären. Okay, mit ihm kann ich nicht. Gut, gönnen wir uns nochmal. Willkommen. Was darf sein? Oder gib mir was zu trinken. Aber immer doch. Mal gucken, was die hat. So, archaisch vegane Suppe. Ich würde Suppen gerne eigentlich mitnehmen wollen. Also vor allem ist auch vegan. Nehme ich die mal mit. Gebratene Hasenpfote. Kartoffelkohlsuppe. Ich glaube, Suppen sind irgendwie das Beste, was man hier haben kann. Kohlsuppe. Tomatensuppe. Oh, so eine Tomatensuppe hätte ich auch mal wieder Bock. So, was hatte ich hier? Friedenskraut und Salz.
So, ich suche ein Zimmer für die Nacht. Ja, wir hätten da was. Zwar kein Palast wie in den Tempelgärten, aber auf jeden Fall bequem und günstig ist es noch dazu. Wie wär's? Das klingt doch vernünftig. Wunderbar. Dann lasse ich mal den Raum für euch aufsperren. Erholt euch gut. Auf bald. Jo. Dankeschön. So, schlafen. 9 Uhr abends. Sagen wir mal, wir pennen bis 7 Uhr morgens. 7 Uhr morgens klingt vernünftig auf jeden Fall. Und ich bin, also, ich muss mal schauen, dass ich hier es irgendwie hinkriege, aktiv mal was zu kochen. Weil, wenn, man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Hallo? Denn wenn wir hier irgendwie Leben aufladen wollen, soweit es hier Essen, das Beste, was man machen kann, glaube ich. Also Essen und so weiter. Schreitet wohl. Klar, immer außerhalb des Kampfes lädt das immer auf, aber Essen ist hier richtig wichtig. So, Haus der Viele Sohns. Ich besuch die mal. Was beim rechten Weg habt ihr hier zu suchen? Was beim rechten Weg habt ihr hier zu suchen? Okay, ich gehe wieder. Ich wollte nur Hallo sagen und mit euch reden. Bevor ich gleich Ärger kriege. Ich brauche nämlich Quests. Oh, wie süß die kleinen Schweinchen einfach sind. Wirklich. Ich finde das richtig süß. Die ganz, ganz kleinen hier, die Ferkelchen. So, wer bist du nochmal? Ah, Tahuti. Warte, die hatte gesagt, ich erinnere mich an ein Gespräch von ihr, dass jemand zum Fluss geht, um zu tanzen. Die geht ja jetzt hier hin. Tanzt die dann gleich wirklich? Die steht hier erstmal einfach nur. Ja, die tanzt wirklich. Boah, ich wünschte, Skyrim hätte diese Tanzanimation auch selber. Boah, ich feiere das wirklich von Shure AI aktuell. Da ist so viel Liebe in den Details eigentlich, wenn man ehrlich ist. Da wirkt das von Bethesda, Skyrim, hingegen so richtig lieblos. Madame. So, Warst du schon beim Schrein? Schnell, geh nachschauen. Ach stimmt, da war ja was. Dora Sichelschlag. Marek Sichelschlag. Hallo? Das war gerade richtig süß. So. Striezel. Oh, ich kann ihm nicht sagen, böser Hund. So, was haben wir denn hier eigentlich? Zauber gleißender Funke, Rang 1. Gleißender Funke haben wir schon. Rezept für einen Trank Chymicum Vitalität. Scherkappe und Waldbeer. Dieser Trank erhöht eure Lebenskraft in Wolfsform. Kann nur von Lykanthropen verwendet. Die Groschen nehmen wir mit. Ist kein Diebstahl gewesen. Gab es hier eigentlich noch irgendwas? Ich habe das Gefühl, hier gibt es gleich noch ein paar Krabben. Ja, da haben wir noch eine Krabbe. So. Ja, komm, egal. Sammeln wir mal nicht ein.
Und da haben wir eine Burg. Die sieht richtig heftig aus. Die will ich auch noch mal besuchen. Oh, was haben wir denn da? Können wir schürfen. Korundum-Erz, nice. Sorry auch, dass es jetzt gerade irgendwie ein bisschen wenig spannend ist, aber ich möchte ihn irgendwie gerne erkunden. So, und da das hier eigentlich alles Startgebiet ist, hier die Hütte, die kennen wir noch. Hier waren wir jetzt kürzlich, ja? Die Zickel können wir nehmen. Penthas Haus, gehen wir noch mal rein. Vielleicht gibt es da noch was Neues. Stimmt, das war das Haus. Ja, hier gibt es nichts Neues eigentlich. Durchsuchen Tisch. Holzplatte. Ne, hier gab es nichts. Okay. Friedenskraut nehmen wir mit. Würste. Aber Zwiebel. Hier. Also Essen nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Sonnenküste. Gerbgestell. Jo, wir haben hier tatsächlich was vergessen. So einiges tatsächlich. Bin ein bisschen enttäuscht von mir selber gerade. Durchsuchen Wein. Können wir mitnehmen. Einzelteile nehmen wir mal mit. Wert 5 Kelch. Okay, gehen wir mal wieder. Salz nehmen wir mal mit. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar von den Gebieten noch schwarz irgendwie. Also schwarze Flecken. Orte, die wir noch nicht erkundet haben. Da vorne zum Beispiel. Aber hier haben wir auch noch was. Ich hoffe, da sind jetzt keine... Okay. Fleischlose Kolonne. Alte Baracke entdeckt. Autsch. So. Das nehmen wir mit. Morschen Langbogen nehmen wir mit. Lederschild. Nehmen wir mal mit. So, armseliger Seelenstein. Messer. Silberamphore. Bin ein geografischer Überblick. Nehmen wir auch mal mit. Können wir verkaufen. Bücher kann man gut verkaufen. Noch ein bisschen. Ja. Bronzeanhänger der Verteidigung.
Andralea Groschen. Okay, den Anhänger würde ich, ich drücke immer das Falsche. Den Anhänger würde ich anziehen. So, mehr ist hier nicht. Okay, ein bisschen schade, finde ich, aber egal. Da vorne haben wir auch noch ein Lager. Boah, irgendwie, ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe gerade echt Bock irgendwie auf so eine Tomatensuppe einfach. Weil ich gerade Tomatensuppe gelesen hatte beim Einkaufen. Oh, Eisenerz. Und halt Groschen. Ah, hier. Alter Stollen. Hier waren... Jo. So. Eisenschwert nehmen wir mit. So, und jetzt müssen wir definitiv was essen. Erhöht eure Tragfähigkeit dauerhaft. So, Karotte. Das hier wohl essen. Füllt jetzt meine Gesundheit auf. Der ist leer. Ein Hufeisen, Nägel, Säge. Genesungstrank ranzig. Warum eigentlich immer ranzig? Und warum kann ich den nicht mitnehmen? Ich sehe da was, wo ich keine Ahnung habe, ob ich gegen den ankomme. Sind gegen den angekommen. Ah, warte mal. Hatten wir nicht irgendwie ein besseres Schwert gekauft? Gehabt? Bessere Waffe? Ne, hatten wir nicht. Okay. Dann bleiben wir bei der Axt. Ich hatte kurz gedacht, wir hätten eine bessere Waffe geholt. Hier stürzt alles ein. Wer hat mich wo entdeckt? Da hat mich einer entdeckt. Ich glaube, das wird gut, der steckt da fest. Das können wir ausnutzen, wenn er da feststeckt.
Das ist nur die Frage, gibt es hier noch mehr? Eisenbarren, Kohle. Quecksilber. Okay, mal gucken. Okay, wir... Trollfett nehmen wir mit. Müsste sehr viel wert sein. Was haben wir hier? Das rätselhafte Nomaden. Bauplan Eisenschild. Bauplan Stahldurch. Handwerklichkeit... Handwerk... 20 erforderlich. Stahlschwert. Ziege. Ziegenfleisch, Ziegenhaut. Noch eine Ziege. Ich find's krass, wie stark wir gegen Trolle aktuell sind. So, das müssen wir auch noch abziehen hier. Erzader ist erschöpft. Also hier habe ich jetzt gerade eher weniger Angst vor den Trollen. Oder liegt es einfach an meiner Stufe? Dass ich jetzt hier stark genug gegen die Trolle bin. Apropos, Boom. Ah, hier. Und hier geht's nochmal hoch zu den Trollen. So, noch ein Höhlentroll. Alles mitnehmen. Und dann gab's hier auch noch irgendwo einen. Oder? Ah, hier noch eine Truhe. So, noch eine Fackel, immerhin. Genau, das brauchten wir nicht. Ah, okay. Und dann Götterschildrang ein. Lag hier nicht noch ein Troll, den wir erlegt hatten? Da, da liegt er. So, hier Eisenerz. Der ist leer. Hier gibt es bestimmt irgendwo noch einen Troll. Nehmen wir alles mit. So, Lehrling-Schatulle, die kriegen wir doch auch auf. So, Silbergranatring. Eisenschlachtaxt der Auslaugung. Was ist denn das? Achso. Was ist denn das Blaue hier? Kann man das auch abbauen? Autsch. Toll, jetzt darf ich einmal Ambrosia hier trinken. So, auf Null. Das sind Arkanistensteine, also Arkanistenfiebersteine. Nenne ich jetzt mal so. So, aber Eisenerz baue ich mal ab. Nehmen wir auf jeden Fall mit.
glaube, mehr gibt es hier jetzt auch nicht, oder? Haben wir jetzt alles erkundet hier? Gehen wir wieder raus. So, dann würde ich sagen, machen wir hier aber in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! Thank you.